Tatsächlich. Sie öffnete mir alle Türen. Meine neue Fliege. Das war es also. Das Reich der Reichen. Nun sollten Sie den starken Arm des Armen kennenlernen. Ich hatte diesem Luxus-Zementsack das Leben gerettet. Nun waren Sie dran. Mein Gott, war ich heute wieder käuflich. Für Geld hätte ich sogar meine Seele verkauft. Nein? Wir kaufen nichts. Wir haben alles. Na, ist ja prima. Ich bin nämlich hier eingeladen. Ihre Karte, bitte. Karte? Bring Geld herein. Ich werde Sie den Herrschaften melden, Herr Pixim. Bargeld lacht, unbekannter Meister. Schön, dass Sie da sind. Oh. Oh. Sie sind jung. Sie sind verliebt. Sie brauchen eine Brille. Mein Freund, wie ich mich freue, in die offenen und edlen Züge jenes Mannes blicken zu dürfen, der mir das Kostbarste gerettet hat, was ich auf Erden besitze. Meine Sylvia. Geben Sie mir Ihre Hand. Geben? Ich denke, ich soll etwas kriegen. Was war das? Was abholen? Bargeld, denke ich doch. Ein Geschenk. Die Kunden hat mich doch angerufen. Wo ist es denn mein Bargeld? Langsame Morgen. Norrütli, Norrschütli. Ausgezeichnet, Jean. Vom Besten. Und vom Teuersten. Chateau Reitbach, 1899. Gerade gut genug für den Retter meiner Tochter. Oh, Bescherung. Oh, die Fröhliche. Oh. Wieso singt denn keiner mit? Ach ja, ich krieg ja auch nichts. Ich krieg ja was. Oh, Lady. Wir haben uns lange überlegt, wie man einem Retter danken kann, dessen gehobene Position ihn weit erhebt über schnöde finanzielle Interessen. Geld, so haben wir uns gesagt, kann solch einem Mann natürlich nichts bedeuten. Wir haben uns daher für ein Geschenk entschieden. Ja? Mein Gott, dann nehmen Sie es schon. Ja, aber wo ist es denn? Oh Gott, wo haben Sie es denn versteckt? Das haben Sie aber sehr gut versteckt. Wo ist es denn? Dort. Das ist es? Das Geschenk? Das kann ich doch nicht annehmen. Ich kann doch nicht annehmen, dass das schon alles sein soll. Meine liebe Sylvia, heute soll nicht nur der Retter beschenkt werden, nein, auch die Gerettete. Denn kein Retter ohne Gerettete. Und als glücklich Gerettete, tätest du gut dran in Zukunft, besser auf dich Acht zu geben. Und daran soll ich ein Leben lang dies Ringlein erinnern. Aber Ernesto, der muss ja ein Vermögen gekostet haben. Nicht der Rede wert. 9876 Mark 50. Da lag sie, die Lösung meiner drei Probleme. Aber ich hatte schon wieder drei neue. Da standen sie. Ich musste sie loswerden. Das Dumme war nur, sie wollten mich loswerden. Und jetzt freue ich mich auf deine Dia-Vorführung. Sie wollen jetzt sicher gehen. Ach, Sie wollen schon gehen? Wir können uns deine Dias doch auch zusammen anschauen. Oh ja, Dias, Buenos Dias. Ich möchte euch mit diesen bescheidenen Bildern einen kleinen Eindruck von meiner Heimat vermitteln, die auch bald die deine sein wird, meine liebe Sylvia. Mein Privatflugzeug. Mein erster Jaguar. Mein zweiter Jaguar. Mein Diener. Und als letztes meine Mama. Bravo, Ernesto, bravo! Wundervolle Dias. Ich habe da ein Foto mitgebracht, wenn Sie da mal reingucken wollen. Nein, danke. Wir wollen Sie wirklich nicht länger aushalten.
Ach, ich würde es ganz gerne mal sehen. Mich interessiert es. Ja? Das Liebste, was ich habe. Das? Das ist mein Fahrrad. Schau mal, wie es sich aufbäumt. Ich war der Einzige, der sich 40 Sekunden lang im Sattel halten konnte. Im Krankenhaus kam ich wieder zu mir. Ich war übrigens der Einzige, der nach 2 Wochen wieder zu mir kam, wenn man sich alles selber macht. Oh, schauen Sie doch mal das Fahrrad. Hier. Mit dem fuhr mein Vater mich immer zum See, um mir das Schwimmen beizubringen. Er hat mich immer ins Wasser geworfen, während die anderen Kinder Schlittschuh liefen. Schauen Sie sich doch mal das Fahrrad an. Hier, das müssen Sie doch gesehen haben. Hinten ist unser Bauernhof. Der ist ziemlich klein. Wir waren ziemlich arm. Wir waren sehr arm. Wir hatten nur ein Schaf und das war 50% Synthetik. Silvia, es wird Zeit. Denk dran, dass wir in die Oper müssen. Meine kleine Singdrossel. Ja, dann wollen wir mal alle gehen. Ja, geht nur in eure Opern, lauscht den Klängen, berauscht euch an den Arien, liebt euch in den Logen. Was machen Sie denn? Ich dachte, Sie wollten schon gehen. Aber Sie haben ja recht, warum in fremden Häusern fremden Menschen zu hören? Denn Sie haben ja mich, die Gitarre und das Meer. Oder weniger zweifelhafte Vergnügen, dass Sie sich jetzt was wünschen dürfen. Ich wünsche, dass Sie sofort mein Haus verlassen. Komisch, das kenne ich gar nicht. Ja, sehen Sie denn nicht, dass ich todmüde bin? Na, ist doch wunderbar, da singe ich Ihnen gleich das Schlaflied. Oh Gott. Sie können ruhig Otto zu mir sagen. Halt noch nicht einschlafen, erst kommt doch das Schaflied. Das erste Schaf hieß Friedrich, das war erschreckend niedrig. Das zweite Schaf hieß Dörte, weil es so gern rörte. Das dritte Schaf hieß Gunther, wollt nie von Dörte runter. Das 306. Schaf hieß Eberhard, dem wurde schon die Leber hart. Das 307. Schaf hieß Jochen, hat ständig nur gebrochen. Das 720. Schaf hieß Edeltraut, weil man's gern auf den Schädel haut. Das 721. Schaf hieß Winfried, weil man es gern am Kinn zieht. Das 990. Schaf hieß Ferdinand, dem hat der Blitz den Schwanz verbrannt. Das 1000. Schaf hieß Harald. Und das war 100 Jahre. Harald! Na los, greif zu! Halt, mein Freund, was du da tust, ist Unrecht. Ach, Unsinn! Schnapp dir den Ring und mach, dass du rauskommst! Aber nicht mit dem Ring. Womit denn sonst? Mit einem guten Gewissen. Damit soll er seine Schulden bezahlen? Besser Schulden haben als schuldig werden. Sprüche, nichts als Sprüche. Das sind keine Sprüche. Sind sie doch? Nein, nicht. Doch. Nein. Doch. Nein.